Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen wieder einen Blick auf meine Bücherwoche, die ja nicht so richtig gelungen war, mit zum Glück einer Ausnahme, beziehungsweise war die Woche dann zumindest noch geprägt von einer schönen Reise nach Prag. Ja, aber sonst war die Woche so ein bisschen auch zum in die Tonne werfen, würde ich einfach mal so sagen. Ja, es hat ja jetzt, mittlerweile läuft schon seit fast einer Woche auch mein Adventskalender und ich hoffe, dass er euch so viel Spaß macht, wie es mir gemacht hat, die bisherigen Videos auch zu drehen, herauszusuchen, welche Bücher des Jahres sozusagen in meinem Adventskalender sein dürfen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt noch drei Türchen für den Ende des Adventskalenders übrig und hoffe ja trotzdem, dass ich jetzt im Dezember noch was lese, was dann auch Highlight würdig ist, um vorgestellt und ja, zu werden und einzubauen. Ja, es ist Weihnachtszeit, ein bisschen Weihnachtsdeko kann man, glaube ich, im Hintergrund sehen. Ich glaube, das Regal ist nicht übermäßig ja, dekoriert, ein bisschen beleuchtet. Der Rest der Wohnung ist dann schon ein bisschen dekorierter, auch der Außenbereich, samt meines Handys, denn ich habe eine ganz niedliche Handyschale mir dieses Jahr zugelegt. Und ja, die verbreitet jetzt sozusagen auch Weihnachtsstimmung bei mir. Und dann klingelt in der Weihnachtszeit auch mein Handy mit einem weihnachtlichen Klingelton, nämlich mein liebstes Weihnachtslied. Es ist Feliz Navidad und jeder Anrufer, ja, betütelt mich jetzt mit wunderbarer Weihnachtsmusik. Ansonsten, weswegen die Woche nicht ganz so gut war, hängt ein bisschen mit meiner großen Katzendame zusammen, beziehungsweise eigentlich mit meiner alten Katzendame, die so ein bisschen, ja, kränkelt und es mir nicht ganz leicht fällt, das irgendwie abzuschütteln. Und ja, auch diese Woche waren wir jetzt noch einmal mit ihr beim Doktor und das ist alles nicht so einfach und man kann so ein Tierchen eben auch nicht einfach sagen, hey, bleib mal ruhig hier, wir brauchen Blut und ja, das ist nicht so einfach und ja, macht es nicht so ganz schön und ja, man hängt halt doch so ein bisschen an seinen Tierchen und ja, deswegen nicht ganz so euphorisch vielleicht, wie ich sonst in Videos bin, aber es gehört halt irgendwie zum Leben dazu. Dennoch möchte ich euch natürlich über die Bücher was erzählen und ja, nachdem es noch nicht zum äußersten Schlimmsten gekommen ist, ja, denke ich, bekommen wir das auch irgendwie hin. Aber jetzt zu den Büchern der Woche. Meine Güte, lange Rede, kurzer Sinn. Drei Bücher habe ich gelesen, beziehungsweise davon sogar tatsächlich nur eins beendet. Also gar keine sehr gelungene Bücherwoche, die begonnen hat mit dem Leseklubbuch Hex von Thomas Olde Heufeld. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, was war da zur Auswahl. Waren das die, nein, es waren nicht die weißen Bücher, waren es die Thriller? War das bei der Thriller-Umfrage? Es könnte durchaus sein. Ich glaube, so war es. Ein Buch, das wirklich sehr spannend klang, auch so ein bisschen mit einem Horrorelement nach einer Hexe. Und ja, haben wir im Leseklub begonnen. Und auch viele beendet, nur ich nicht. Ähnlich ging es mir mit Wintervanille von Manuela Inusa. Das war das Hörbuch, was ich dann direkt nach Size gestartet habe. Ich habe ja Montag noch in Size 2 zu Ende gehört und dann mit Wintervanille weitergemacht. Aber ja, und dann der Lichtblick in dieser Bücherwoche ist dann Dash und Lily von Rachel Cohen und David Levithan. Ein Winterwunder. Ein Weihnachtsbuch, das mir von vielen Seiten empfohlen wurde und besonders von zwei Herzensmenschen und ja, deswegen bei mir eingezogen ist und auch den Startschuss für die Weihnachts-Winterbücher gegeben hat. Wir beginnen aber wie immer chronologisch, aber ich glaube, zu diesem Buch muss ich gar nicht so viel sagen, denn ich habe es nicht beendet. Ich habe es nach drei Leseabschnitten, also ca. 150 Seiten, abgebrochen. Es ist Hex von Thomas Olde Heufeld. Das Buch ist, glaube ich, 2017 erschienen, war da gefühlt schon so ein bisschen in aller Munde, war auch ein Stückchen auf meiner Wunschliste, hat es aber nie auf meinen Sub gebracht. Und beim Leseklub ist es ja so, dass Roman und ich uns zusammen ansehen zu irgendeinem Motto oder Thema. Welche Bücher hat wer auf dem Sub, auf der Wunschliste, und wenn da Überschneidungen sind, dann ja, entscheidet natürlich ihr
als Leser in dem Leseklub was gelesen wird und sind aber schon so, dass die Bücher, die zum Beispiel Roman aussucht, auch auf meiner Wunschliste stehen oder ich auch interessant finde und natürlich auch umgedreht, sodass man möglichst nichts liest, was einen gar nicht anspricht, sondern es muss uns beiden schon irgendwie gefallen. Ja, und so war es mit Hex. Klang vom Klappentext sehr, sehr spannend und das war jetzt unser Novemberbuch. Das Dezemberbuch wird Infiziert sein von Terry Terry. Werden wir wohl ein bisschen früher lesen, damit wir so passend zu Weihnachten irgendwie dann damit fertig sind und die Umfrage dann fürs Januarbuch schieben wir ein bisschen nach hinten. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja, in der Geschichte sind wir in Black Spring. Das ist ein beschauliches Städtchen irgendwo in Hudson Valley. Es ist sehr idyllisch, es ist sehr alt, es passiert nicht allzu viel, außer dass dieses Städtchen eine 300 Jahre alte Hexe zu bieten hat. Denn die Hexe Catherine jagt den Bewohnern doch oftmals einen Schrecken ein. Und ja, dadurch, dass es diese Hexe gibt und alle Bewohner davon wissen, ja, herrscht da so ein bisschen ein Gesetz über dieser Stadt, denn keiner außerhalb dieser Stadt soll davon erfahren. Es gibt sehr strenge Regeln, wie zum Beispiel kein Internet, es darf kein Besuch von außen kommen, möglichst keine neuen Mitbewohner, Bewohner dazuziehen, sonst droht ein Hexenfluch. Doch irgendwann ist den Jugendlichen so ein bisschen langweilig und die haben satt, dass sie über Kameras eben diese Hexe auch nur beobachten. Und ja, dann wäre es wohl irgendwie spannend geworden, vermutlich. Ich habe ja, mir schon im ersten Leseabschnitt vom Stil sehr schwer getan. Ich glaube, wenn ich vorher eine Leseprobe gelesen hätte, wäre das Buch direkt danach spätestens irgendwie von der Wunschliste geflogen. Ich habe mir sehr, sehr schwer getan, in die Geschichte zu kommen. Ich fand auch den ersten und auch den zweiten Abschnitt unglaublich langweilig. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo es hingeht. Ich war verwirrt, ich fand das alles merkwürdig, man hat nicht so richtig einen roten Faden erkennen können und nachdem es mir dann eben im dritten Leseabschnitt auch so ging, habe ich beschlossen, hier ist jetzt einfach auch vorbei. Ich konnte irgendwie keinen Charakter greifen, die Umgebung war auch irgendwie nicht so richtig vorhanden und es war halt alles so da. Also irgendwie, ja, ich fand es sehr merkwürdig. Für mich hat sich auf den 150 Seiten noch keine Spannung aufgebaut. Es war eher so, dass ich mich gelangweilt habe beim Lesen. Ich habe aber im Leseklub schon gesehen, dass viele ab der Mitte dann ja, den Spannungspegel wohl gespürt haben und dann auch gesagt haben, das Ende war wohl für viele auch drüber. Habe da auf jeden Fall die Leseabschnitte auch noch verfolgt, hatte aber nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Zudem habe ich tatsächlich auch überhaupt keinen Thrill oder gar Horror gespürt. Ich ja, weiß auch nicht, ob der Horror so richtig von ihr, von der Hexe ausgegangen ist oder irgendwie vielleicht durch die Bewohner. Ich hatte halt auch so ein bisschen an was gedacht wie The Blair Witch Project. So ein bisschen an sowas hatte ich gedacht, an so unterschwelligen Horror. Das war also aber nichts. Also es tat mir wieder unglaublich leid. Ich finde es immer sehr schade, wenn man ein Buch gemeinsam liest, egal ob mit jemand anderen oder im Leseklub. Und das Buch dann aber einfach nicht gut findet, aber mir ist meine Zeit einfach zu schade, um ja, sie mit nicht guten Büchern irgendwie zu verbringen und ja, hoffen wir, dass es bei Infiziert besser ist, das ist ja der Auftakt einer Reihe und ja, vielleicht packt uns die Reihe ja so, dass vereinzelt ein paar Leute dann direkt auch noch weiterlesen, wäre ja gar nicht so schlecht. Dann habe ich, nachdem ich Seis beendet habe, mit Wintervanille gestartet von Manuela Inusa. Kann auch hier sagen, dass ich circa nach einem Drittel das Buch abgebrochen habe. Vermutlich auch irgendwas zwischen 150, 160 Seiten. Ist ja beim Hörbuch nicht immer ganz so einfach. Es ist der erste Teil der kalifornischen Träume-Reihe. Und Manuela Inusa ist die Autorin der Valerie Lane-Reihe. Davon hatte ich den ersten Teil irgendwas mit Tee, Glück, irgend sowas gelesen. Fand den irgendwie okay. Also ich weiß, dass ich ihn beendet habe, dass ich ihn okay fand, dass ich ihn aber auch da schon sehr langsam erzählt fand und auch sehr langatmig fand und habe dann die Reihe gar nicht mehr weiter verfolgt. Dennoch hat mich hier Wintervanille sehr, sehr angesprochen. Ich hatte es auch in meinem Weihnachtsbuch, Winterbuchvideo erzählt und so wollte ich der Autorin einfach noch eine Chance geben. Zudem war die Sprecherin auch Yara Blüme oder Jana Blüme, die ich ganz gerne höre und die ich gerade in solchen Geschichten eigentlich sehr angenehm von der Stimme finde. Auch wenn ich hier diesmal nicht ganz so überzeugt tatsächlich von ihr war, aber dazu später mehr. Ja, ungekürzt dauert das Hörbuch knapp 12 Stunden und ja,
mehr, glaube ich, gab es jetzt zu den Eckdaten auch nicht zu erzählen. Wir treffen auf Cecilia. Sie ist, glaube ich, 28 Jahre alt und baut in Kalifornien Vanille an. Die Familie hat sie von ihren Eltern übernommen, die sie beide sehr jung und einfach auch verloren hat. Hat eine sehr innige Beziehung zu ihrer Familie, zu ihren Eltern und steht jetzt so ein bisschen allein mit dieser Farm da. Und wir lernen durch Cecilia sehr viel über Vanille. Das beginnt direkt schon zu Beginn, auch ihre Liebe dazu. Man hat gefühlt auch immer Lust auf Vanille, das muss man ganz ehrlich sagen. Von der Liebesgeschichte merkt man in dem ersten Drittel des Buches noch gar nichts oder nur sehr wenig. Es ist kaum spürbar, denn es dreht sich wirklich um Cecilia, um die Farm, um ihr Leben. Und ich fand das auch gar nicht so... ja, blöd, wenn es irgendwie spannend erzählt worden wäre. Denn da kommen wir auch hier zum großen Kritikpunkt, dass es ein sehr, sehr, sehr langsamer Stil ist, der gefühlt unglaublich langatmig und ruhig und langweilig und belanglos war. Also es hat mich überhaupt nicht fesseln können. Vielleicht lag es daran, dass ich vorher Seitz gehört habe, gesprochen von Thorsten Michaelis, was mich ja echt umhaut, immer wieder, jetzt auch im dritten Teil. Ich konnte nicht viel mit dem Hörbuch anfangen. Ich fand die Charaktere zum Teil viel zu bildhaft, viel zu ausgestaltet und wer hätte gedacht, dass ich das mal sage, aber irgendwann kennt man gefühlt die Charaktere besser als sich selbst. Gleichzeitig hat man aber den Eindruck, dass das aber auch so uninteressant ist. Also ja, es ist immer schön, Hintergrundgeschichten zu erfahren, aber... ja, irgendwie wusste man nicht, wo das in dieser Geschichte hinführen sollte. Auch ist mir schon in den ersten Drittel aufgefallen, dass es unfassbar viele Klischees gab und dass die Geschichte gefühlt auch schon sehr vorhersehbar war. Finde ich bei Liebesgeschichten per se jetzt nicht schlimm, aber es gab für mich auch kein Winterfeeling, es gab kein so richtig kalifornisches Feeling. Ich hatte da vielleicht auch einfach ganz andere Erwartungen. Mich hat es sprachlich nicht mitgenommen, es hat mich nicht irgendwie fesseln können. Es war eher so, dass ich sogar beim Hören dachte, naja, irgendwann merkt man auch, wenn seine Gedanken abschweifen und es war irgendwie nicht meins. Zudem muss ich tatsächlich sagen, dass für mich auch Jara Blümel diesmal nicht so überzeugend war, denn ich fand sie an vielen Stellen, wenn sie so ein bisschen diese weiblichen Rollen eingenommen hat, dass sie sehr kindisch und kindlich gesprochen hat. Und ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn eine erwachsene Frau klingt wie ein junges Mädchen. Und das machen ja viele Frauen nicht absichtlich, das will ich jetzt nicht damit sagen, aber es gibt ja auch viele Frauen, die auf diese Mädchentour dann irgendwem umwickeln und, ist es umwickeln? Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Und das war nicht meins. Also leider auch abgebrochen und ich dachte schon, diese Bücherwoche kannst du auch in die Tonne treten. Aber dann, kam das zweite Buch, was ich theoretisch vor Wintervanille schon angefangen hatte, aber dann im Grunde natürlich etwas später beendet habe, weil ich es beendet habe. Und zwar Dash und Lily, ein Winterwunder von Rachel Cohen und David Levithan. Ich weiß gar nicht, wie dieses Buch irgendwie mir vorbeigekommen ist. Ich glaube, es ist 2017 oder 16 schon mal mit einem anderen Cover erschienen. Genau, 2017 und im Originalen 2010. Rachel Cohen kenne ich bereits von Beta, da hat sie eine Dystopie geschrieben und David Levithan kenne ich von Letztendlich sind wir dem Universum egal. Zwei Geschichten, die ich so ein bisschen noch in Erinnerung habe, aber weiß, dass sie mir durchaus ganz gut gefallen haben. Es ist eine Empfehlung von lieben Menschen, die mir das auf verschiedensten Wegen empfohlen haben. Und auch unabhängig voneinander. Und da habe ich mir das gebraucht zugelegt. Es ist ein Jugendbuch mit schöner Idee für Bücher, Literaturfans, würde ich jetzt einfach mal sagen. Cover ist tatsächlich nicht so meins. Hätte mich wohl tatsächlich im Laden nicht so angesprochen. Ich weiß auch nicht, irgendwie... finde ich das nicht so gelungen, aber es kommt ja nicht aufs Cover. In der Geschichte geht es, wie der Titel schon verrät, um Dash und Lily. Wir treffen auf Dash einen jungen Mann, der
ja, das Weihnachtsfest nicht gerade mag. Er hat getrennte Eltern und hat die dieses Jahr so ein bisschen gegeneinander ausgespielt und kann so Weihnachten ganz allein verbringen. Und ja, dazu geht er dann auch noch in einen Büchershop, verbringt da Stunden um Stunden und findet ein rotes Notizbuch mit Hinweisen. Und diesem Hinweisen ja, folgt er, ohne zu wissen, dass dieses Notizbuch ja, Lilly gehört. Einem jungen Mädchen, das Weihnachten abgöttisch liebt, deren Eltern jetzt zur Weihnachtszeit eine Kreuzfahrt machen und sie mit ihrem Bruder alleine ist. Und ja, der Bruder und sein Freund haben sich überlegt, ja, die Lilly ist so eine tolle, die braucht jetzt mal einen Freund und haben sich diese Notizschnitzeljagd so ein bisschen ausgedacht. Ja, sie tauschen sich weiter über das Notizbuch aus und wir erleben eben die Geschichte von Dash und Lilly aus den jeweiligen Perspektiven. Und ja, die Schnitzeljagd mit dem Notizbuch nimmt dann ihren Lauf und das ist wirklich etwas, ja, ganz, ganz Bezauberndes. Es ist ein wunderbares Jugendbuch mit ganz vielen bezaubernden Momenten, mit ganz vielen besonderen, ja, Erlebnissen, die uns auch die Charaktere näher bringen. Es sind beides großartige Charaktere, die natürlich auch durch den Perspektivwechsel, den wir in der Geschichte haben, auch wirklich uns überzeugen können, mitnehmen können, wir wirklich nachfühlen können, was in den beiden vorgeht. Besonders schön finde ich immer bei Perspektivwechsel, wenn der Schreibstil, der Erzählstil sich ein bisschen verändert, was natürlich bei zwei Autoren super funktioniert. Wenn es ein einzelner Autor ist, tut der sich gefühlt ja immer ein bisschen schwerer. Hier ist das wirklich wunderbar gelungen. Mir ist diese Geschichte wirklich sehr ans Herz gegangen, passte für mich jetzt auch perfekt in diese Winter bevorstehende Weihnachtszeit, diese Schnitzeljagd mit Rätseln und der Kommunikation über das Notizbuch, das hat super viel Spaß gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so anders sein kann, als man das sonst vielleicht aus anderen Büchern kennt. Es ist sprachlich sehr modern, es ist sehr abwechslungsreich. Ich mochte diese zwei Perspektiven unglaublich gerne. Ich mochte es, wo wir sind, wie die Charaktere sind, wie tiefgründig die rüberkommen mit ihren Gedanken und ihren Dialogen. Es ist super flüssig und modern wirklich erzählt. Es lässt sich ganz wunderbar lesen, hat ja, einfach so bezaubernde Momente und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Und ja, ich glaube, ich hätte zu dem Buch nie gegriffen, wenn ich nur das Cover gesehen hätte. Ich bin so froh, dass ich den Empfehlungen gefolgt bin und dieses Buch bei mir eingezogen ist, denn das war wirklich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich, dass sich die Charaktere manchmal ganz blöd selbst im Weg stehen, was ich ein bisschen unrealistisch fand, wo ich manchmal dachte, ach Mensch, warum sollte das Leben auch einfach sein? Aber es ist halt nicht einfach, ne? Und ja, es ist eine ganz wirklich bezaubernde, zauberhafte, es ist wirklich so, es ist das was ich so, ja, was bei mir ankommt in der Geschichte und was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Richtig, richtig toll. Es ist nicht zu überladen mit Kitsch, es ist wirklich so perfekte Mischung von sachlicher Gedankengängen von Dash zu einem Humor, den ich bei ihm abgöttisch geliebt habe und zu Lilly, die durchaus ein bisschen mehr dazu neigt, den Kitsch und Weihnachten zu lieben und das wirklich in einer Kombination, die ich wirklich großartig fand. Also wirklich großes Bücherkino, hat mir sehr gut gefallen und ja, richtig schön, dass ich das gelesen habe, erlebt habe und vielen Dank an die lieben Empfehler und ja, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und ja, ich bin sehr begeistert von dieser Geschichte. Ja, und damit war die Bücherwoche auch schon um. Ja, irgendwie war das, glaube ich, so mit die schlechteste Bücherwoche, die es überhaupt irgendwie in diesem Jahr gab. Aber ja, Dash und Lilly hat es am Ende doch ein bisschen rausgerissen, wie ich finde. Ja, serientechnisch gibt es noch nichts Neues. Ich bin nicht zu Carnival Row gekommen. Dafür freue ich mich jetzt auf V-Wars. Das ist ja eine Serie mit Ian Somerhalder, die auf Netflix läuft. Jetzt theoretisch startet sie am 5. Also für euch, ihr könntet jetzt theoretisch euch das schon anschauen. Da hatte ich ja auch das Hörbuch dazu gehört, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich bin's mega gespannt, was die Serie bereithält. Und
Ja, da habe ich in der Vorwoche gar nicht groß irgendwie Serie geschaut. Am Samstag in der Bücherwoche war ich mit einer lieben Freundin in Prag. Ich blende euch vielleicht zwei, drei Impressionen einfach mal ein. Es war eine super schöne Stadt. Es ist eine Stadt, in die man sich gefühlt direkt irgendwie verlieben kann. Wirklich ganz, ganz großartig. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es war zwar sehr, sehr kalt, aber wir hatten strahlend blauen Himmel und auch Sonnenschein. Und wir hatten so viel Glück mit diesem Wetter. Und wir haben sehr viel gesehen, haben uns sehr viel Zeit auch gelassen, sind trotzdem überall entlang geschlendert, haben auch den Weihnachtsmarkt genossen, waren dann noch ein bisschen im Einkaufszentrum shoppen, beziehungsweise einfach nur bummeln. Und ja, besonderes Highlight wirklich die Karlsbrücke für mich. So viele Künstler, die sich da verewigt haben und so ein Gefühl von ja, groß und bedeutend und ja, was ich echt toll finde. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also kann ich absolut nur empfehlen. Prag ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt. Also wir, gut, wir sind natürlich auch eher im Nordosten von Bayern, haben es nicht ganz so weit, aber ja, fand ich es auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich glaube tatsächlich, mehr gibt es jetzt zu der Bücherwoche auch gar nicht zu erzählen. Der Adventskalender hat gestartet. Das ging am 1. Jahr schon los. Jetzt ist morgen ja auch schon tatsächlich für euch der zweite Advent. Ich bin gefragt worden, was ich für Adventskalender habe. Ich habe zum einen einen Tee-Adventskalender von Alnatura, wo ich mir jeden Tag ein Tässchen Tee gönne. Und ich habe mir den Adventskalender von Balea geholt. Und ja, allen Nachhaltigkeitsvorsätzen zum Trotz. Ich fand ihn letztes Jahr so toll mit diesen tatsächlich kleinen Reisegrößen, mit den Produkten, die man ausprobieren konnte. Und es ist ja auch so, dass es Produkte sind, die speziell nur für den Adventskalender sind. Und ja, ich glaube, ich mache unter dem Jahr so viel richtig, was ja, Verpackung angeht, was Nachhaltigkeit angeht, dass ich Weihnachten mir erlaube, auch mal ja, über die Stränge zu schlagen. Und gerade diese kleinen Verpackungen sind auch im Nachgang noch super, super praktisch, wenn man mal auf Reisen geht, wenn man zum Sport geht und kann man die immer wieder auffüllen und diese kleine Packung nur mitnehmen. Und ja, also ich bin versorgt. Mir macht es sehr viel Spaß, jeden Morgen meine Adventskalender zu öffnen, beziehungsweise den Tee trinke ich meistens dann nach der Arbeit und fand tatsächlich auch den ersten Tee mit bisher am besten. Es war ein mediterraner Kräutertee, wenn ich mich nicht täusche. Der war super lecker. Und dann hatten wir jetzt schon den Chai-Tee und den Grüntee und ja, eine ganz bunte Mischung. Und ja, und ich glaube, wir quatschen jetzt auch gar nicht viel länger um den heißen Brei herum. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren zweiten Advent. Danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.